Die Bundesliga spielt verrückt. Die ersten vier Teams halten knapp vor der Winterpause bei jeweils 28 Punkten. Wir haben uns heute einen Mann eingeladen, der uns hoffentlich ein wenig dabei hilft, das Mysterium Bundesliga zu entwirren. Rapid-Shooting-Star Guido Burgstaller. Hallo, herzlich willkommen. Danke fürs Kommen. Guido, es wird diese Tage viel darüber diskutiert, ob denn diese Ausgeglichenheit in der Bundesliga jetzt ein Armutszeugnis für die Liga ist oder doch eher ein Qualitätsmerkmal. Wie ist denn da deine Sicht der Dinge dazu? Also meine Sicht, glaube ich, ist jetzt kein Armutszeugnis für die großen Vereine. Ich glaube einfach, dass die sogenannten kleinen Vereine wie Ried, Admira einfach an Qualität gewonnen haben, auch gute junge Spieler haben. Und ich glaube, dass es gar nicht so schlecht ist für die Bundesliga, wenn alles ein bisschen alles enger rückt. Ich glaube, für die Zuschauer ist es spannender und man sieht da, dass man nicht mehr so leicht nach Mattersburg fährt und die einfach wegschießt. Das ist einfach, der Fußball hat sich einfach überall weiterentwickelt und es ist einfach für jeden schwierig. Mit dieser Weiterentwicklung der sogenannten kleinen Vereine habt ihr ja am letzten Wochenende auch wieder Erfahrung gemacht. Es hat in Kapfenberg nur unter Anführungszeichen zu einem 0:0 gereicht. Liegt das noch irgendwie im Magen oder ist das mittlerweile wieder verdrängt? Ja, schon. Es liegt uns schon noch ein bisschen im Magen, weil wir wären dann Tabellenführer gewesen. Und es war jetzt zwar nicht unser bestes Spiel, aber von den Chancen her müssen wir das eigentlich klar gewinnen. Und schade, aber jetzt müssen wir einfach die letzten zwei Heimspiele gewinnen. Tabellenführung verpasst, du hast es angesprochen, derzeit liegt Rapid auf Platz 2 hinter der Austria. Wie gut könntest du denn mit dieser Tabellensituation zu Saisonende leben? Nicht so gut, weil ich will unbedingt Erster werden. Ich will Winterkönig werden und wir haben gute Voraussetzungen dafür. Wir haben jetzt noch zwei Heimspiele in Innsbruck und Admira. Und ich bin guter Dinge, dass wir da jetzt am Samstag 3 Punkte holen. Und wenn wir das schaffen, bin ich davon überzeugt, dass wir die Admira ausschlagen. Jetzt ist ja Rapid vor einigen Wochen, auch von uns Medien natürlich, da nehme ich mich selbst nicht aus, noch in eine Krise geschrieben und geredet worden. Man hat eigentlich bis vor kurzem es nicht für möglich gehalten, dass ihr jetzt wieder mitten im Titelkampf steckt. Wie war denn die Situation da in der Mannschaft? Habt ihr vor einigen Wochen tatsächlich geglaubt, dass das noch was werden kann mit dem Einsteigen in den Titelkampf? Ja, das ist jetzt eine Sache bei euch Medien. Wie ist ja klar, dass wenn Rapid mal ein, zwei schlechte Spieler, dass man gleich kritisiert wird. Ich glaube, wir waren am meisten 5 Punkte hinten. Wir haben uns nie aufgegeben, wir haben immer hart an uns gearbeitet und wir haben ja auch gewusst, was wir können. Und ich glaube, das haben wir jetzt in den letzten Spielen auch gezeigt und wir Spieler sehen auch, dass es immer besser geht und wir sind auf einem ganz guten Weg. Welchen Anteil am aktuellen Erfolgsrun bei Rapid misst du dir selbst bei? Und man könnte ja salopp sagen, mit dir ist ja auch wieder der Erfolg in die Mannschaft zurückgekehrt. Ja, es ist jetzt schwer zu sagen, ob ich da jetzt dran, ob ich jetzt da viel dazu beigetragen habe. Ich glaube schon, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe, aber ich glaube, dass wir die ersten Spiele in der Saison nicht so schlecht gespielt haben. Dann nach den Derbys ist es ein bisschen bergab gegangen bei uns. Das war schon ein kleiner Schreck für uns, das 13:0 im Happel. Dann haben wir es wieder erfangen müssen und ich glaube jetzt, dass wir uns eigentlich ganz gut eingespielt haben, weil es dauert einfach, weil der Trainer hat da eine andere Philosophie und es sind da viele neue Spieler gekommen und bis das alles in einen Rad spielt, das dauert halt ein bisschen. Trainer Peter Schöttl hat zuletzt mit einer recht interessanten Aussage für Aufsehen gesorgt. Er hat gemeint, er hätte zu viele gute Spieler im Kader und er würde sich in der Winterpause ganz gern von dem einen oder anderen trennen wollen. Wie ist denn diese Message in der Mannschaft aufgenommen worden? Hat das irgendwie Unruhe erzeugt? Ja, Unruhe. Es ist immer schwierig, wenn, ich weiß nicht, wie groß unser Kader ist, ich glaube 23 Leute, wenn 23 gute Spiele hast, jeder könnte da spielen und jeder hat seine eigenen Eigenschaften und Stärken und Schwächen. Und es ist immer schwierig, wenn einer nicht spielt, es ist klar, dass man angefressen ist und den Verein verlassen will. Und ob der jetzt der Trainer, wenn er da jetzt weggibt, das ist seine Entscheidung und wen und wann, also da können wir eh nichts machen und wir müssen einfach abwarten. Aber darf man sich die Situation so irgendwie vorstellen, dass du in der Kabine dann ein Gemauschel gibt, naja, wen könnt ihr jetzt gemeint haben und hoffentlich ihn nicht und gibst du jetzt eine Hackelschmeißerei oder ist das von euch relativ cool aufgefasst worden? Ja, es weiß ja jeder über seine Situation selber Bescheid und natürlich wird in der Kabine auch darüber geredet, aber ich glaube, jeder muss sich da selber an der Nase packen oder jeder weiß, ob er weg muss oder nicht
Und dann muss er sich mit dem Trainer zusammensetzen und dann wird das selbst besprochen. Jetzt muss man ja kein allzu großer Prophet sein, um vorherzusagen, dass du vermutlich nicht einer jener Spieler bist, von denen sich Schöttl lösen will. Du wirst vielfach als sein Liebkind bezeichnet. Du bist unlängst von den Rapid-Fans zum Rapidler des Monats November gewählt worden. Nicht zuletzt auch dank deines Triple-Packs gegen Salzburg. Wie zufrieden bist du selbst mit deiner Entwicklung, vor allem vor dem Hintergrund, dass du ja eine lange Verletzungspause gehabt hast? Ja, jetzt momentan bin ich mal schon sehr zufrieden. Also es gibt immer noch Steigerungen nach oben, aber ich glaube, wenn man 3 Monate verletzt ist, glaube ich, habe ich das eigentlich ganz gut gelöst mit den letzten Partien, was ich gespielt habe. Natürlich darf ich mich jetzt auf den nicht ausruhen, es geht immer mehr und ich habe jetzt auch nicht jede Partie super gespielt, aber ich muss immer hart trainieren und hart in den Tag gehen, damit ich am Wochenende wieder aufgestellt wäre. Und ich bin froh, dass der Trainer mir das Vertrauen gibt und ich habe es in der Weile eigentlich ganz gut zugegeben. Du sagst, du kannst dich natürlich immer noch weiterentwickeln. Jetzt ist das so ein bisschen plakativ natürlich die Frage, aber bei wie viel Prozent deiner Leistungsfähigkeit würdest du dich denn im Moment einstufen? Kann man das irgendwie beziffern? Ja, das glaube ich, kann man nicht mit Zahlen jetzt ganz genau beschreiben. Das ist schwierig. Ich glaube, man kann nie auslernen und überhaupt beim Fußball. Man kann sich immer weiterentwickeln und ich bin eigentlich ein sehr hungriger Spieler. Will mich auch weiterentwickeln und ich glaube, das ist da bei Rapid genau der Fall. Wenn du sagst, du bist ein hungriger Spieler, in eine ähnliche Kerbe schlägt auch Trainer Peter Schöttl, wenn er dich beschreibt. Er sagt, er hat zu Wiener Neustadtzeiten schon gewusst, dass du theoretisch ein echter Rapidler bist. Wie gut kannst du dich denn mit diesem Argument anfreunden und wenn das stimmt, was macht dich zu einem echten Rapidler? Ja, dann müssen wir uns genau den Trainer fragen, was er damit meint, aber meine Eigenschaften sind halt einfach, ich gebe immer alles im Spiel und ich will nie ein Spiel verlieren, ich bin einfach ein Siegertyp und ich glaube, das passt einfach zu Rapid und ich glaube, wir haben einfach viele Kämpfer und die, was einfach alles tun dafür, damit wir Erfolg haben und da bin, glaube ich, nicht ich nur der einzige Spieler, sondern da sind mehrere oder fast die ganze Mannschaft haben so eine Eigenschaft und ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Jetzt giltst du ja als Offensiv-Allrounder, wenn man das so bezeichnen kann. Du hast bei Rapid sowohl schon hängende Spitze gespielt, als auch Solospitze, als auch im Mittelfeld. Wo fühlst du dich denn eigentlich am wohlsten? Ja, das ist schwierig bei mir, weil eigentlich ist mir egal, wo ich spiele. Also ob ich rechts, links, Mitte oder ganz vorne. Hauptsache ich spiele und wir gewinnen dann am Schluss. Wie schwierig war denn für dich die Umstellung von Wiener Neustadt auf den Großclub Rapid, beziehungsweise überhaupt auf die Großstadt Wien? Also das war nicht so ein Unterschied, weil ich habe, wo ich bei Wiener Neustadt gespielt habe, auch schon in Wien gelebt. 3 Jahre. Also das war jetzt nicht so eine große Umstellung. Aber natürlich vom Verein her, das ist schon eine andere Situation. Also man steht ganz anders in den Medien, man steht unter Druck, wenn man verliert. Man darf sich halt keine Fehler erlauben und ja, das war schon ein großer Unterschied für mich. Jetzt ist es bei deinen momentanen Leistungen ja auch nicht unbedingt vermessen, das Thema Nationalteam irgendwann einmal zur Sprache zu bringen. Jetzt hast du bei unserem letzten Treffen, das war irgendwann im Sommer, mitten in deiner Rekonvaleszenz im Hanapi-Stadion, dich als Constantini-Fan damals noch geoutet. Constantini ist mittlerweile Geschichte. Wie hast du denn die Bestellung Marcel Kollers zum neuen Teamchef verfolgt? Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, dass der Marcel Koller in unser Team gekommen ist. Ich glaube, da haben alle Spieler wieder neue Chancen, weil er wird noch nicht viele österreichische Fußballer kennen, die was in Österreich spielen. Und ich glaube, das ist auch für die Jungen ganz gut. Sie können sich wieder neu beweisen. Und ja, wenn du die Leistung bringst, dann glaube ich, wirst du auch einen Beruf. Hast du mit der Kritik einiger arrivierter Kicker oder ehemaliger Kicker was anfangen können, dass Koller kein Österreicher ist und deswegen die Strukturen zu wenig kennt? Also ganz genau, wie das jetzt sind befolgt, was die ehemaligen Fußballstars da über einen Teamchef gesagt haben, aber ja, ich glaube, dass es eine gute Idee ist, wenn man so einen Trainer holt. Ich glaube, er hat schon einige Erfahrungen gemacht in Deutschland und man wird sehen, was da rauskommt. Zurück zu Rapid, da geht es am Samstag zu Hause gegen Innsbruck. Das sind 3 Punkte eigentlich fast Pflicht, oder? Ja, also na klar, wir wollen unbedingt die 3 Punkte holen, wenn wir vorne dranbleiben wollen. Müssen wir am Samstag gewinnen. Wir werden alles dran setzen und bin eigentlich davon überzeugt, dass wir das schaffen. Dafür sollte allerdings vermutlich auch die Chancenauswertung ein bisschen besser werden. Das hat sich zuletzt auch gegen Kapfenberg gezeigt. Wie kann man denn so etwas trainieren? Wie verbessert man die Chancenauswertung im täglichen Training? Wie übt man sowas? Ja, ob man das jetzt trainieren muss oder nicht, das ist jetzt
Andere Frage, ich glaube, jetzt haben wir das erste Mal wieder kein Tor geschossen. Ich glaube, wir haben gegen Salzburg 4 Tore gemacht, gegen Sturm 3 Tore gemacht, gegen Mattersburg 2 Tore gemacht. Ich glaube, unsere Chancenauswertung ist nicht so schlecht, wie sie jetzt dargestellt wird. Natürlich müssen wir in Kapfenberg auch ein Tor machen. Das haben wir leider nicht gemacht. Dafür holen wir das am Samstag nach. Wie geht's aus, das Match? Also einmal ein Sieg von uns, das genaue Ergebnis kann ich leider nicht sagen. Okay, aber vielleicht willst du uns ja sagen, wer Herbstmeister bzw. Winterkönig wird. Ja, ich hoffe natürlich wir. Wir werden halt alles geben und ich hoffe, dass wir am Ende wie umstehen. Dafür wünschen wir alles Gute und vielleicht kann man ja dann irgendwann einmal zum Meister-Interview uns wieder treffen. Das ist schön, alles Gute, schönen Dank fürs Kommen.